Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einem Top-Review für euch. Einem Top-Review der, ja, wichtigen Sorte, möchte man fast sagen. Eine der ganz, ganz großen Bands hat ein neues Album rausgebracht. Und zwar Saxon. Saxon, ja, die allseits geliebten Saxon, ja, für alle immer so ein Ding, ne? Saxon gehen immer. Haben ihr neues Album Hellfire and the Nation rausgebracht. Als Aufzählung nicht Hellfire, sondern Hellfire and the Nation. Und sieht so aus. Das hat ein schönes apokalyptisches Cover, dazu kann man später noch mehr sagen. 10 Songs oder 10 Tracks, 42 Minuten. Ich sage deswegen Tracks. Der erste, The Prophecy, ist ein Intro und dann letztlich 9 Songs dahinter. Das Intro geht vor allem nur ein paar, ja, knappe Minute, eine gute Minute so, und lässt schon wieder in der Masse darauf schließen, ja, die Songs gehen eher lang, eher über 4 Minuten durchschnittlich. Das kann man mit Mathe einmal 1 runterrechnen. Und ja, wie gesagt, neuer Album. Was erwartet uns da? Nun ja, also es ist erstmal typisch Saxon, muss man ganz klar sagen. Du hast hier sehr, ja, einen Rifffokus, eine Riffstärke, auch eine Vielfalt pro Songs, tempomäßig komme ich bei den Songs gleich. Ja, weitestgehend mit Tempo, aber ein paar schnellere, ein paar langsamere. Und ganz getragen, deswegen typisch Saxon, ist es natürlich durch Biffs Stimme. So, du hörst einfach ihn raus. Er hat eine super markante Stimme nach wie vor. Auch im hohen Alter noch immer eine sehr gute Stimme. Und das ist der rote Faden. Das ist das, was Saxon auch für mich ein bisschen ausmacht. So, und dazu halt diesen klassischen, geilen Riff-Metal. Erinnert mich tatsächlich dabei ein bisschen an KK's Priest. Ein bisschen Altherren-Heavy-Metal. Das soll gar nicht böse klingen, aber so ein bisschen in diesen Stil geht es. Ja, das ganze Ding hat dann so ein bisschen so ein apokalyptisches Thema. Also einerseits getragen durch Artwork mit hier Engelskriegen und Teufel und Düster und so. Das zeichnet sich dann aber auch in den Songs ab, denn weitestgehend gibt es hier nicht so viele Highspeed-Songs, sondern es wird eher versucht, auf eine Mystik, auf eine Atmosphäre, auf eine Dramatik zu gehen. Und das merkt man dann tatsächlich auch, ja, bei den jeweiligen Songs. Und da gehen wir dann ja tatsächlich einfach mal Song für Song durch. Bei einer Band wie Saxon kann man das schon mal machen, und da lohnt sich's besonders. Also es fängt halt, wie gesagt, mit The Prophecy an. Das ist eine Einleitung quasi, hat irgendwie eine Spielzeit von 1,24 und das zeigt schon, in welche Richtung das Album geht, denn es ist eine Prophezeiung. Also ich meine, um das ganze Apokalyptische zu unterstreichen, fängt man halt am besten mit einer Prophezeiung an. Das ist halt auch gesprochen und soll so ein bisschen Dramatik aufbauen. Ist, wie es ist, funktioniert als Intro dann ganz gut, muss man einfach sagen. Ne? Nervt nicht, ist nicht zu lang, fertig. Dann kommt direkt der Titeltrack, Hell, Fire and Damnation. Der geht über 5 Minuten, 5,30 sogar. Eher eine langsamere, ja, Mid-Tempo-Nummer, also nicht so Highspeed. Ist ein bisschen schwierig, denn der hat dieses, ja, dieses Thema Hellfire and the Nation und den Titeltrack, wo ja auch immer die Erwartungshaltung ein bisschen größer ist. Und da ist es tatsächlich so, der Song fängt erstmal cool an. So, der hat ein gutes Tempo, macht Bock. Der Refrain ist mein Ding. Der nimmt das komplette Tempo raus und bricht es auf. Während der Song einfach sich riffrockt irgendwie, ne, ist der Refrain so Hell, Fire and Damnation und bricht komplett das Tempo. Nimmt einmal das komplette Tempo raus und verlangsamt alles. Und das Problem ist, dafür, dass das eigentlich so dieses, ja, dieses Thema auch, ne, apokalyptische Thema, ich sag's mal so, kommt das unglaublich lasch rüber, weil da nicht, vielleicht wie gewünscht, eine Dramatik, eine Epik reinkommt durch diesen langsamen Refrain, sondern ich finde einfach, ist es etwas lahm tatsächlich. Und passt irgendwie vom Tempo dann insgesamt zu dem Thema des Songs und auch des Albums, aber ich finde, der Refrain verlangsamt den ganzen Prozess des Albums. Und dann direkt als ersten richtigen Song tatsächlich kommt er nicht gut genug aufs Tempo. Ist ja doch häufig auch von Songbuilding, also Songstruktur innerhalb so eines Albums, dass das halt schon, ja, auch eher mal ein bisschen einen rauspfeffern muss. Und dafür, dass es dann auch noch der Titeltrack ist, zündet der nicht hart genug. Denn ich finde, wie gesagt, der Refrain ist hier die Achillesferse. Der Song rockt gut und bla und wäre sonst einfach ein guter Opener. Aber der Refrain bricht diesen Drive des Songs einfach kaputt. Und aber nicht zugunsten einer Epik oder einer Dramatik, sondern einfach nur in langsam. Und das finde ich hier tatsächlich sehr schade. Und das für einen Titeltrack. Fängt also erstmal gar nicht so Premium an. Dann kommt der dritte Song, Madame Guillotine. Auch 5 Minuten 24, eher lang.
aber das genaue Gegenteil. Fängt mit so einem leichten, diffusen Bass-Intro an, mal was anderes finde ich gut. Und hat dann wirklich auch eher, ja, auch, ja, halt so ein Todesthema, Madame Guillotine. Einen super textlichen, schönen Refrain, der eine schöne, ja, auch eine Melodie inne hat, während Hellfire Damnation einfach nur eine Aufzählung ist und dabei sehr stumpf, also so Sodom-stumpf. Nichts gegen Sodom, aber die machen ja nur diese einfachen Refrains. Aber der kommt halt aufgrund seiner Mystik und irgendwie der Komposition, kommt der auf Atmosphäre. Und dadurch, dass er diese leicht düstere ja, Todesthematik hat, kommt der Song A erstmal auch super über die Zeit, ganz anders als Hellfire Damnation, der mit seinem Mittempo und diesem lahmen Refrain mit 5 Minuten 30 viel, viel, viel zu lang ist, kommt der wirklich gut über die Zeit. Denn der hat irgendwie eine emotionale Tiefe, die schaffen das da besser aufzubauen. Es fängt ja einfach mit dem Intro schon an, mit dem Bass-Intro. Und ja, dann fällt einmal die Guillotine als Effekt und dann ganz anderes Riffig-Setting, düster kommt das rüber. Den Song, den kauft man ab. Immer noch nicht auf Tempo gekommen, es ist auch eher eine Mittempo, eher fast eine langsamere Nummer. Zugunsten von Atmosphäre und Mystik aber tatsächlich. Und das finde ich, bei dem Song hat es funktioniert, was Hellfire and Damnation halt irgendwie nicht über die Runden gekriegt hat. Auf jeden Fall schon ein besserer Song, muss man ganz klar dazu sagen. Vierter Song, 3 Minuten 37, Fire and Steel. Ein klassischer, schneller Heavy-Metal-Banger. Und damit ist es letztlich auch gesagt. Das ist so das, was ich, ja, vielleicht wäre es als Opener schlecht gewesen, wenn der Song der Rest eher mit Tempo ist, aber das ist ein richtiger Banger. Einfach ein klassischer Metal-Song, ohne das Rad neu zu erfinden, selbstverständlich. Kommt mit so einem Eingangs-Solo, dadurch hat das auch einen geilen 80s-Flair irgendwie. Überhaupt relativ solo-lastig, knackig, einfach gut. So, ne? Kein Rad neu erfunden. Und das, auch das Thema Fire and Steel. Ich meine, so muss das. Manchmal ist Stumpf-Trumpf. Und hier ist Stumpf-Trumpf. Und dann halt auch mit Tempo. Der Song hat einfach mal Tempo. Wahrscheinlich der schnellste Song des Albums. Dann auch kurz. Ne? Da ist dann alles gesagt. Und dann hast du mal einen richtigen klassischen Metal-Banger drauf. Und der gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Einfach, wie gesagt, Stumpf ist Trumpf. Aber macht richtig Laune. Und dann, das ist so ein bisschen das, wo ich... Ja, das Album, wir sind jetzt im vierten Track, fing eher langatmig an, zieht sich ein bisschen auch dann so sowas wie ein Refrain, Hellfire and Damnation. Und das ist das, was ich mir dann eigentlich mehr hoffe, was auf Tempo kommt. Fire and Steel auf dann. Ja, Song 4, dann Song 5, There's Something in Roswell. Fängt mit so einem diffusen Effekt auch an. Soll so eine Art kosmische Übertragung darstellen und war halt Roswell-Thematik, wurde schon 100.000 Mal besungen und da haben sie einfach den nächsten Roswell-Song zugemacht. Gute 4 Minuten, mit Tempo, der Refrain ist ganz okay, auch wenn er einfach ist. There's something in Roswell, kommt ganz gut. Fußstampfrhythmus, ne? Bei diesem diffusen Intro ist ein okayes Lied, ist aber auch jetzt kein Überhit, stört nicht. Ein bisschen Filler, aber ein angenehmer Filler, muss man sagen. Also damit ist es auch letztlich alles gesagt. Es ist ein guter Fußstampfsong mit dem Thema, das schon mal da war. Das Intro ist okay und so. Und ja, der Inhalt des Songs ist halt Verschwörungstheorien. Roswell kennt man, ne? Gibt es genügend Bands und Songs darüber. Deswegen kann man machen, da wo der sitzt, auch als fünfter Song, sitzt der dann ganz okay, ne? Saxon ist keine Band, die jetzt noch mit 10 Hits daherkommt. Das ist einfach so. Und da kommt ein anständiger Filler einfach zu dem Moment ganz gut. So, muss man einfach sagen. Sechster Song ist dann Kubla Khan and the Merchant of Venice. Spannendes Lied. Weil so ein bisschen, einen ganz okayen, guten Refrain, ein bisschen schnelleres Tempo, auch eher einen textlichen Refrain und erzählt, unglaublich, sehr erzählerisch der Song. Und ich finde den irgendwie schwierig einzuordnen, denn ist überhaupt nicht so ein Mitsing-Song, 4 Minuten 15 geht der, hat irgendwie auch so ein leicht historisches Thema, das macht Saxon ja doch ganz gern. Hat so irgendwie dann auch so einen Abenteuer-Charme, so wie so ein Abenteuerbuch, ganz witzig. Der Refrain kommt ganz gut, haut einen auch nicht vom Hocker, kombiniert sich ganz gut mit dem Roswell-Song, denn der nimmt ein bisschen das Tempo ein bisschen noch an, hat irgendwie noch eine eigene Note mit den, ja, während der Roswell-Song, und wir reden ja immer von Saxon, die machen ja kein Sci-Fi-Industrial-Gedöns, aber so einen leichten Sci-Fi-Charme hat, den kriegen wir auch einigermaßen anständig ja, gezeigt. Ist es so, dass ja, der Kubla Khan in The Merchant of Venice
er diesen Abenteuerscharme hat, bringt damit noch eine eigene Note hin, erzählerischerer Song, guter Refrain, aber auch kein Überhit. Ist einfach kein Hit. Ist, ja, ein bisschen nichtssagend in der Masse dann auch, ein bisschen ein Filler dadurch, aber ist ein okayer Song, so als dann Mittelpunkt innerhalb des Albums. Deswegen passt. Siebter Song, wieder für mich ein kleines Highlight, Pirates of the Airwaves. Etwas unter 4 Minuten, 3,56. Handelt letztlich, wenn ich das richtig, so zusammengefasst habe, ohne die, weil ich ja selten auf Lyrics konkret eingehe, aber ja, in die Lyrics dann zum Mithören in die Lyrics einsteige sozusagen, ist es so, dass der, so diese Piratensender der 60er Jahre thematisiert, die Rolling Stones werden zum Beispiel erwähnt und Radio Luxemburg und so, und so ein bisschen historischer Song dadurch, ein schönes Thema, das dadurch ganz cool rüberkommt, hat auch so ein paar Effekte dafür drin, um das zu unterstützen, mit Tempo-Song, ich finde, der Song kommt gut, der hat ein schönes Thema, ich finde, Pirates of the Airways auch eher ein stumpfes Trumpfrefrain, aber kommt ganz gut, das Thema kommt gut rüber und tatsächlich, dass die Lyrics so beim Mithören auch einfach Spaß machen und dann finde ich das Thema einfach gut, ich finde das Thema haben sie auch gut in den Song reingefasst, ja wie gesagt mit Tempo, aber das ist ja sowieso der Tonus des Albums und da kommt das Thema einfach cool an, macht Spaß. Dann der vorvorletzte Song, 1066, das ist der achte Song, 4 Minuten 3, so ein historisches Lied auch in 1066, das wiederholt sich immer wieder und dann, ja, zählt er so ein bisschen historische Ereignisse auf, so würde ich das sagen. Ist ein bisschen seltsames Tempo, weil die Gitarre so ein und die Drums was Langsames machen, dadurch wirkt das sehr diffus, ein bisschen wild. Dadurch, dass das so ein historisches Thema ist, finde ich, kommt das aber nicht in der Kombination perfekt rüber. Und kommt so ein bisschen die Epik mit dem Mittempo, kommt so ein bisschen an, dadurch, dass dieser Refrain so ein bisschen auch, ja, fast asymmetrisch zum Drum-Tempo wirkt, ist jetzt aber, wie gesagt, auch jetzt nicht so das Ding. Ich finde eher, dass dieses in 1066, der wiederholt das, dieses 1066 wird sehr, sehr häufig, kann man ein Drinking Game draus machen, wird sehr, sehr häufig hier wiederholt. Irgendwann finde ich, nervt das. Das hat sowas wie, ja, weil 1066, das ist auch sehr markant auszusprechen. Ich finde, das wiederholt sich. Das ist so, das ist, ja. Aber durch diesen diffusen Riff hat das was eher was Düsteres, das muss man sagen. Da kommen die schon auf so ein bisschen die Epik und dieses diese Düsternis-Mystik, die man irgendwie von diesem Artwork erwartet und der Titeltrack Hellfire and Damnation irgendwie nicht so hat. Aber irgendwie am falschen Song. Entschuldigt. Und das ist dann so ein bisschen diffuser, schwer einzuordnender Song, finde ich, 1066. Aber durch diese Wiederholung der Lyrics so ein bisschen strange auch tatsächlich. Das war der achte Song. Der neunte Song dann, Witches of Salem. Fängt mit so einem Schrei an und einer Hexenverbrennung. Auch da, eher so ein düsteres Thema, selbstverständlich. Hexenverbrennung kommt auch eher mit so einem Mittempo und auch mit einer gewissen Düsternis einher, finde ich, kommt da aber ganz gut an. Auch allein dadurch, dass sie mit diesem Schrei starten, finde ich gut. Der ganze Song ist aber zu lang mit seinen 5 Minuten 11. Der, ja, kommt da nicht gut genug über die Zeit, erzählerisch muss man sagen. Aber auch da zeigt es so ein bisschen der Song, finde ich, wo die eigentlich hinwollen mit dem Album. Und zwar in so eine düstere, epische, mystische Richtung, finde ich. Also wie gesagt, das mag auch nur meine Interpretation sein. Aber alles zu lang und ja, dieses Hexenverbrennungsthema super dramatisch, das hätte man vielleicht sogar noch dramatischer machen können. Deswegen kommt das mit der, also wie lang der Song ist und wie das dann funktioniert, das ist nicht die perfekte Symbiose hier, finde ich. Und dann sind wir schon mit Supercharger am Schluss. Das ist der 10. Track. 4,47. Auch eher ein bisschen schnellerer Song. Supercharger. Eher ein klassischer Heavy-Metal-Song. Ist ein bisschen flach, der Song. Ohne große Tiefe. Nicht ganz so gut, finde ich, auf jeden Fall, wie Fire in Steel, der so ein bisschen Klischee ist. Während Supercharger auch Klischee ist, aber so ein bisschen Wannabe wirkt. Auch dadurch, dass der eine ganze Minute länger ist als Fire in Steel, aber genau dieselbe Tiefe hat, zieht es sich eher hinten raus. Aber dann kommt halt nochmal so ein klassischer Heavy-Metal-Banger letztlich dazu. So, das waren dann die 10 Tracks. Ja, die Masse ist eher so mittel, muss man sagen. Die haben viel versucht, so mit diesem düsteren Thema, ne, Hellfire and Damnation zu arbeiten, was ich finde, aber nicht immer super krass ankommt. Die starken Songs hier, finde ich, sind eher Fire in Steel
Ist auf jeden Fall einer der starken Songs. Auch sowas wie Supercharger ist ganz okay. Mein persönliches Highlight ansonsten ist ganz klar Madame Guillotine und Pirates of the Airwaves, die auch so leichte Banger-Noten im Mad-Tempo-Bereich haben. Pirates of the Airwaves auch eher ein klassischer Song. Fire and Steel, ein klassischer Song. Supercharger ist auch okay als sehr klassischer Song. Madame Guillotine, haben sie diese Düsternis wirklich mal rübergebracht und der fällt mir dann auch positiv auf. Was ich tatsächlich aber eher schade finde, ist einfach, das gesamte apokalyptische Thema, was die, glaube ich, auch so ein bisschen spielen wollen und dann auch, das zeichnet sich im Tempo wieder. Die hätten häufig besser aufs Tempo kommen können. Ich finde, dass die tatsächlich da einfach nicht gut genug aufs Tempo kommen. Diese emotionale, düstere, mystische Tiefe, die diese Songs dann vielleicht stattdessen haben könnten. Komm, bei Madame Guillotine kommt das ganz gut raus. Bei Witches of Salem auch einigermaßen 1066 schwierig einzuordnen. Aber zum Beispiel bei so einem Titeltrack finde ich das nicht optimal, weil der ist dazu noch zu heavy klassisch mit diesem Tempo rausnehmenden Refrain, was bei mir nicht so gut ankommt, weil ansonsten ist es ein guter Banger eigentlich. Viel zu lang. Aber dann hast du halt so Banger-Songs wie Fire and Steel, wo ich sage, gut, so geht's ja doch. Und deswegen ist es ein bisschen diffus. Ich meine, das Konzept dahinter, auch optisch, ist irgendwie, ja, fassbar. Ich weiß, wohin die wollen. Ich finde, das kommt in Einzelfällen auch wirklich gut an. Jetzt muss man dazu sagen, die Band gibt's ewig. Und Kreativität ist auch eine Ressource, die irgendwann weniger wird. Aber es ist schon so, dass es ein ordentliches Album ist. Es ist ein typisches Saxon-Album. Ne? Bei denen muss man jetzt nicht unbedingt über Altersmilde sprechen, weil die eigentlich immer ihr Tempo und ihren Stil durchgezogen haben. Ich persönlich würde mir mehr von den speedigen, heavy, klassischen Nummern wie Fire and Steel wünschen. Oder dass es dann in so eine emotionale Tiefe geht wie bei Madame Guillotine, der wirklich gut über die Zeit kommt. Das ist nicht überall gelungen. Das finde ich ist aber auch okay. Summa summarum, in der Summe ist es aber einfach ein stattliches, gutes Saxon-Album, finde ich. Ein bisschen schwächer als der Vorgänger, Carpe Diem. Den finde ich, der hatte mit seiner Aktualität, die haben ja so aktuelle Themen wie auch Corona mit drin, hatte der eine deutlich größere Nähe zu aktuellen Themen, dass die Sachen halt einfach mit einer persönlicheren Emotionalität reingegangen ist. So würde ich es jetzt interpretieren. Während hier dieses apokalyptische Thema weitestgehend sehr historisch geprägt wird. Ne? Wir haben Witches of Salem, wir haben Hellfire and Damnation, Madame Guillotine, Kubla Khan and the Merchant of Venice, Roswell, alles irgendwie so Zeitereignisse. Das ist so ein bisschen das Thema, was hier durchgeht. Und ja, Hellfire and Damnation, also ist alles nicht so positiv konnotiert. Aber diese Düsternis kommt halt nicht immer optimal raus. Es sind dann häufig einfach gute Mittempo-Banger. Aber mit dem Versuch, das in so eine düstere Tiefe zu geben, dass das so eine apokalyptische Abrundung kriegt, gelingt halt nicht immer. So, was machen wir dann daraus? Von mir gibt es 4 von 5 Punkten von Saxon, Hellfire and Damnation. Ist ein sportlich gutes Album, auf gar keinen Fall 5. Dann eher mit der Tendenz zu 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich auch mal eine Frage von Erwartungshaltung. Saxon ist einer der Bands tatsächlich, die konstant über die Jahre einfach einen geilen, soliden, guten Heavy Metal gemacht haben. Und deswegen ist auch die Erwartungshaltung bei mir bei Saxon größer. Aber enttäuscht wird man nicht. Man wird abgeholt mit dem, was man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, auch irgendwie erwartet. Es wird nicht das neue Denim and Leather, das ist klar. Du hast ein paar klassische Heavy-Metal-Banger bei, du hast aber natürlich eine Weiterentwicklung, viel dieses mit historisch gearbeitete, aber in der Masse zu viele Lala-Songs, muss man einfach sagen, wo man sagt, okay, nicht häufig genug aufs Tempo gekommen, zugunsten einer Emotionalität, die vielleicht dann gar nicht so gut rüberkommt. Ein paar mehr Banger und die Sache wäre deutlich runder, fände ich. Also vom Tempo her, dann auch viele Songs einfach in der Masse zu lang. Warum haben die Leute Angst davor, heute ein 35-Minuten-Album zu produzieren? Keine Ahnung. Ist einfach so, aber alles im An ein stattliches, ein gutes Album. Ob es dann für die Top 5 des Jahres 2024 am Ende des Jahres reichen wird, muss man mal sagen, weil Saxon ja doch immer eine sehr große Fanbase hat und eine riesen Schnittmenge. Auf jeden Fall von mir. 4 von 5 Punkte, eher mit der Tendenz zu 3 als 5. Ist ein solides Album. Hat ein paar kleinere Highlights, hat aber auch eine Menge Filler. Das ist zumindest meine Meinung. Jetzt die Frage an euch. Wie findet ihr das neue Saxon-Album Hellfire and Damnation? Ich hoffe, ich konnte euch mit den Songs auch ein bisschen auch Song für Song meine Meinung geben. Was sind eure Highlights des Albums? Wie seht ihr das Ganze auch thematisch im Vergleich zu Carpe Diem, was wir hier ja auch rezensiert haben vor ein paar Jahren?
Und ja, da bin ich sehr gespannt. Tipp fleißig ein. Würde mich sehr freuen. Ansonsten abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht habt. Würde ich mich sehr freuen. Wir machen hier immer viele Videos. Und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Zu Sexen hat ja doch immer am Schluss jeder eine Meinung. Umso spannender, das hier zu besprechen. So viel von mir zu Sexen, Hell, Fire and the Nation. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.